Frage, die euch immer wieder brennend interessiert, ist, wie wir eigentlich unser Geld verdienen. Die Antwort bekommt ihr genau jetzt. Ja, hallo, schön, dass du dabei bist, wenn es um die Frage geht, wie wir unterwegs unser Geld verdienen und eigentlich im Wohnmobil leben können, ohne halt irgendwo zur Arbeit zu gehen. Ja, die Frage beantworte ich heute mal. Eins vorab, wir haben mehrere Einnahmequellen, aber eine Haupteinnahmequelle. Und anscheinend wissen viele gar nicht, dass wir diese Haupteinnahmequelle haben, denn sonst würde uns diese Frage gar nicht gestellt werden. Und ich habe auch heute wieder die Frage bekommen, die kam von Jan, der dann angefragt hat, hallo ihr Lieben, ihr lebt gerade unseren Traum. Wir würden auch gerne ins Wohnmobil ziehen, wissen aber noch nicht, wie wir das finanziell stemmen können. Habt ihr da einen Tipp für uns oder kann ich mal ganz unverblümt fragen, wie ihr euch unterwegs finanziert? Falls ihr das nicht beantworten möchtet, kann ich das gerne verstehen. Ansonsten eine schöne Weiterfahrt, Jan. Solche oder ähnliche Anfragen kriegen wirklich seit August letztes Jahres gehäuft. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich beantworte die Frage einfach mal. Ich beantworte die natürlich auch mal schriftlich, aber jetzt einfach mal so ganz offiziell für alle. Also, wir haben mehrere Einnahmequellen. Unter anderem ist das YouTube, da wo wir gerade sind. YouTube monetarisiert halt auch alle Videos. Wir haben keinen Einfluss auf die Stellen, wo die Werbung eingeblendet ist. Ich weiß selber, dass es echt nervig ist, wenn zu Beginn gleich ein, zwei Videos kommen mit Werbung, die man nicht überspringen kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich glaube auch nicht, dass andere Einfluss darauf haben. Ich habe geguckt, ich habe gegoogelt, ich habe es getan, ich habe es gesucht, nichts gefunden. YouTube legt diese Werbespots einfach selber fest. Und auch die Einblendung während des Videos, die legt YouTube selber fest. Es kommt auf die Länge des Videos an, alles über 10 Minuten hat, glaube ich, 3 Werbeblöcke. Und alles über 30 Minuten hat teilweise sogar 5 Werbeblöcke. Ich weiß, dass es für euch nervig ist, aber auch YouTube finanziert sich halt so. YouTube ist natürlich auch kostenlos. Man kann natürlich auch die kostenpflichtige Premium-Version mittlerweile erwerben. Aber ansonsten ist YouTube kostenlos und finanziert sich halt durch die Werbung. Und da muss man ein Verständnis haben, dass dann auch in Videos Werbung eingespielt wird. Aber dadurch finanzieren auch wir Creator, so wie man uns so schön nennt, uns. Und das hat dann natürlich den Grund, dass wir hier und da auch einen Euro mitverdienen können. Ja, bei uns ist es so, dass die Einnahmen bei YouTube so zwischen 1,5 und 2 Tankfüllungen im Monat liegen. Also ist es nicht die Welt. So, und bei manchen ist es mit Sicherheit höher. Das liegt aber auch daran, dass die auch wirklich fast täglich ein Video rausballern oder dreimal die Woche über 30 Minuten Video rausballern und sowas. Da ist es natürlich wieder ganz anders angesagt. Wir sind da eher, ja, wir machen da eher Spaß an der Freude, muss ich sagen, weil für uns ist das jetzt keine Haupteinnahmequelle, sondern einfach, wir können diesen Kasten dadurch vielleicht 1,5 bis 2 Mal tanken. Das tut unser Wohnmobil ganz gut. Ja, die Werbung, die dann läuft, wie gesagt, habe ich keinen Einfluss drauf, auf die Länge nicht und wann die kommt und ähnliches. Aber ein kleiner Nebenverdienst ist es halt. Dann gibt es noch Affiliate Links. Was Affiliate Links sind? Das sind die werbefinanzierten Links. Das heißt, das sind eigentlich Empfehlungen für irgendwelche Produkte und ihr werdet dann, wenn ihr diesen Link drückt, auf verschiedenen Seiten weitergeleitet. Entweder zur Website des Herstellers oder teilweise zu Amazon. Bei uns ist es grundsätzlich Amazon, weil wir mit Herstellern nicht zusammenarbeiten. Wir werden auch nicht für diese Links von irgendwelchen Herstellern promotet oder bezahlt oder sowas, sondern das sind wirklich alles Links, die ich selber erstelle, die ich selber dann in dem Fall auf Amazon weiterleite. Und diese Produkte, die ich da teste, teste ich auch freiwillig. Das heißt, mir gibt keine Firma irgendwelche Produkte und sagt, hier Bianca, hast mal Bock da drauf, sondern ich mache das alles selber. Ich finde es eigentlich wichtig, dass ich euch Produkte vorstelle, die ich über einen längeren Zeitraum vorstelle, die ihr dann wirklich auch verwenden könnt. Ich mache ja nicht so 0815-Tests, sondern probiere das einmal aus und es klappt und dann sage ich, yeah, kann ich hier toll promoten, ich mache dann Content von und die Leute kaufen das. Und ich kriege da so 3 bis 5 Cent einfach mal ab. Nee,
Also das mache ich nicht. Die Sachen, die ihr bei mir als Affiliate-Links seht, die sind dann auch längere Zeit von mir in Gebrauch. Ich habe die lange Zeit getestet und kann die euch echt wärmstens empfehlen. Diese Affiliate-Links müssen auch gekennzeichnet sein. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was unterlegt ist und es sieht nach einem Link aus, wo ihr draufklicken könnt, dann ist da meistens bei mir zumindest ein Sternchen dran. Und wenn ihr weiter runter scrollt, steht eine Erklärung, dass das ein Affiliate-Link ist und ich euch diese Produkte empfehlen kann. Ihr habt keine weiteren Kosten zu tragen und Amazon oder der dahinter steht, der entschädigt mich halt in Form einer kleinen Mini-Provision. Diese Links findet ihr bei mir in den Blogbeiträgen und auch auf YouTube. Auf YouTube findet ihr die in der Beschreibung. Wenn ihr dann weiter runter scrollt, da ist dann die Erklärung und weiter oben sind dann die empfohlenen Produkte, die ich im Video einfach vorstelle. Ob ihr die kauft oder nicht, das bleibt echt voll euch überlassen. Ich stelle einfach nur vor, weil ich bin selber Camper und ich bin froh, wenn ich Sachen sehe, finde, die mir helfen, die mir gut tun, wo ich nicht mehr viel recherchieren brauche. Aber so Sachen, die ich hier benutze, wie zum Beispiel den Oxo-Handmixer, den habe ich ja auch ausführlich mal vorgestellt. Der ist bei euch ja auch begeisternd angenommen worden seit Jahren, weil er auch ohne Strom funktioniert. Damals hatten wir den noch im Shop. Den Shop haben wir ja aufgegeben und jetzt verlinke ich das auf Amazon. Ja, wie hoch ist denn die Provision bei Amazon überhaupt? Also, die Provision liegt zwischen 3 und 10% ungefähr. Die kann man halt einnehmen. So, jetzt ist es aber so, 10% liegen meistens im Elektrobereich. Da treibe ich mich ja überhaupt nicht rum. Also ich habe noch nie was Elektronisches vorgestellt, glaube ich. Doch, die KitchenAids hatte ich mal. Ich weiß nicht, ich glaube, die fallen aber unter Haushaltsgeräte. Weil ich bin eher so im haushaltstechnischen Bereich. Oxo-Handmixer, irgendwelche Töpfe und was weiß ich. Alles haushaltstechnisch und das liegt meistens zwischen 3 und 5% des Betrages. Könnt ihr euch selber ausrechnen, was dabei rumkommt. Ich sage es euch, das ist immer noch im zweistelligen Bereich im Monat. Ja, zu einem liegt es daran, dass ich da nicht ständig irgendwelche Links raushaue und hier stell euch vor, was weiß der Henker. Nee, das machen andere, die haben etliche Seiten, wo dann hier Produkt und da Produkt und noch ein Produkt steht und ihr klickt da drauf und kauft das und kauft dies und jenes und findet ihr bei mir nicht. Bei mir findet ihr wirklich nur Produkte, die ich, wie gesagt, vorstelle, die ich gut finde, die ich euch empfehlen kann, wo ich weiß, die Dinge halten und ihr habt da Spaß dran. Und okay, dann kriege ich vielleicht 2 bis 5% von diesem Produkt ab, was ihr nicht merkt, sondern Amazon zahlt das. Ja, das sind Affiliate Links. Eine kleine weitere Mini-Einnahme bei uns. Dann haben wir Google-Werbung. Seit neuestem ist bei mir auf dem Blog auch Google-Werbung zu finden. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, wirklich. Allerdings, ich stelle ja den Content, den ihr habt, den ihr da bekommt, die ganzen Rezepte, die ganzen Beiträge, die ganzen Empfehlungen, die stelle ich alle kostenlos zur Verfügung. Und mittlerweile ist es so, dass Vier Reifen ein Klo sehr, sehr viele Zugriffe hat. Und ich bin da so stolz drauf, aber das hat natürlich zur Folge, dass der Blog echt mittlerweile zwischen 200 und 220 Euro kostet im Monat. Das hat jetzt nicht nur mit den Zugriffen zu tun, sondern zum Beispiel diese verdammte Cookie-Banner-Werbung. Kennt ihr die? Da müsst ihr erst mal euer Einverständnis geben. Dieses Ding kostet jeden Monat Geld. Das Impressum kostet jeden Monat Geld. Die Datenschutzerklärung kostet jeden Monat Geld. Also das ganze Blogleben ist bei uns jetzt so, dass es wirklich richtig im dreistelligen Bereich geht. Und da habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt was tun und wir haben da Werbung drauf geschaltet. Die Google-Werbung läuft da und der Blog trägt sich selber. Das heißt, das ist für mich jetzt echt eine Nullnummer. Plus, minus null, Werbung kommt rein, ja, und die ganzen Plugins werden abgebucht. Alles von den Werbeeinnahmen. Ja, deswegen möchte ich eigentlich auch bitten, seid nachlässig, wenn ihr diese Werbung seht, weil es ist wirklich dazu da, dass ich euch weiter diesen kostenlosen Content anbieten kann. Ich arbeite gerade daran, dass diese Werbung nicht so nervig eingebaut wird. Aber das dauert. Ich habe über 700 Seiten und ich muss jede Seite einzeln anfassen und gucken, wo kann man die Werbung denn da einbauen. Also von daher bitte seid da ein bisschen nachsichtig, wenn ihr diese Werbung seht. Verhaut mich nicht gleich. Ja, und ja, es ist halt, wie gesagt, zu euren Gunsten und ich möchte da jetzt auch nicht mit Minus rausgehen, weil ich euch kostenlose Rezepte biete. So, Google-Werbung ist auch eine Einnahmequelle.
Und dann haben wir noch, ich muss mal gucken, ich habe mir eine Spielzettel gemacht, Sponsoring. Ja, viele machen auch Sponsoring oder Kooperationen. Das ist bei uns komplett raus. Ich mache weder Kooperation noch mache ich ein Sponsoring. Das heißt, ich kriege keine Produkte von irgendwelchen Firmen gestellt. Ich schreibe auch keine Firmen an und sage, ey Leute, gebt mir doch mal dies und das Produkt, ich würde das gerne für euch testen. Ich bekomme sehr viele Anfragen. Das schon. Ich bekomme wirklich sehr, sehr viele Anfragen. Ich könnte auf diesem Kasten hier etliches von Solaranlagen bauen. Ich könnte TV-Anlagen, SAT-Anlagen haben. Das ist alles möglich, wurde mir alles schon angeboten. Es gibt auch so Quatschsachen, wo mir dann ein Navigationsgerät für ein Boot angeboten wird. Ja, gibt's auch. Keine Ahnung. Ich habe jetzt unterwegs, als beim Überwintern in Spanien, viele Leute kennengelernt, viele Influencer kennengelernt, die sich dadurch finanzieren. Die haben dann ein Stromaggregat bekommen, die haben eine Solaranlage da oben gekriegt, ich weiß nicht, ein Navigationssystem, all so ein Kram und ja, finanzieren sich dadurch Werbung. Entschuldigung, ich habe mir eine kleine Erkältung eingefangen. So, ja, die finanzieren sich dadurch, ich nicht. Das hat aber auch noch die Gründe, den Grund, das alles ist umsatzsteuerpflichtig. Alles, was ich aufgezählt habe, die YouTube-Einnahmen, die Google-Ads-Werbung, dann die Affiliate-Links, die Einnahmen aus Affiliate-Links, auch wenn es plus 3% sind, du kriegst da irgendwie 1,10 Euro raus, die Menge macht es halt. Und auch das Sponsoring und die Kooperation, die sind umsatzsteuerpflichtig. Das wissen viele Influencer gar nicht. Ja, wir schon. Wir haben einen Steuerberater, der macht das nämlich und der hat uns gesagt, so, mach mal. Jetzt werdet ihr auch schon merken, wenn ihr euch bei YouTube anmelden solltet, die wollen gleich eure Umsatzsteuer-ID haben, genauso wie Google. Die wollen auch direkt eure Umsatzsteuer-ID haben. Kooperationsanfragen, da denken viele, ja, ich kriege das Ding umsonst, warum ist es dann umsatzsteuerpflichtig? Weil es eine geldbringende Gewinneinnahme ist. Ja, schickt ihr das Ding nicht innerhalb von 3 Wochen zurück, ist das Ding halt umsatzsteuerpflichtig. Dann müsst ihr davon wirklich Steuern zahlen. Und das sind alles so Gründe, warum ich diesen ganzen Kram schon nicht mache, weil ich da auch gar keinen Bock drauf habe. Bei den Kooperationen ist es auch zudem so, ich will gerne mein eigener Herr sein. Ich möchte über das berichten, was mich interessiert. Ich will nicht über eine Solaranlage berichten und auch nicht über ein Navigationssystem. Ich will einfach darüber berichten, was mich interessiert und was ich hier gebrauchen kann. Klar können wir ein Navigationssystem gebrauchen. Ich meine, wir haben eins, aber ich persönlich habe überhaupt keinen Bock, über so einen Kram zu reden. Das können andere machen. Ist nicht mein Ding. So, das sind auch noch so kleine Nebensachen. Aber unsere Haupteinnahmequelle, Leute, ich habe 15 Rezeptbücher geschrieben. Also die Rezeptbücher sind definitiv unsere Haupteinnahmequelle, also den Online-Shop, den wir haben. Biancas Kitchen ist mein Online-Shop. Den habe ich den Namen gegeben und da geht es auch wirklich um Rezeptbücher. Und das ist die Haupteinnahmequelle, die wir haben. Wir haben alles online gemacht. Der Versand erfolgt teilweise noch online, teilweise macht die Josie das noch zu Hause, aber es ist alles online und das ist unsere Haupteinnahmequelle. Und dass das viele dann gar nicht wissen, ich glaube, ich habe die Werbetrommel noch zu wenig gerührt. Also ich habe 14 Rezeptbücher für den Omnia-Backofen geschrieben, eins davon für die Maxi-Form. Dann kommt noch ein Rezeptbuch für Salatdressings dazu. Das ist übrigens richtig cool. Viele meinen immer Salat, oh, Hasenfutter. Du brauchst das richtige Dressing. Dann ist es auch kein Hasenfutter. Und bei diesen Rezepten, also ich stelle die Bücher nochmal einzeln vor, aber bei diesen Rezepten braucht ihr nur wenig Zutaten, um ein Dressing richtig cool hinzukriegen. Und das könnt ihr hier in so einem kleinen Raum machen. Und dann gibt es noch das Opti-Grillbuch. Da sind ganz tolle Rezepte für die Backschale vor allen Dingen drin. Ich habe da auf die Grillplatte ziemlich verzichtet, weil da müsst ihr nur ein Programm einstellen, Fleisch reinlegen und zack, fertig. Also da bin ich ja kein Typ für, das können andere machen, solche Rezepte. Ich mache das für die Backschale. Moment. Sorry. Ja, aber Haupteinnahmequelle 15 Kochbücher. Davon kann man, ja, wir können davon leben, wir haben mittlerweile wirklich eine sehr gute Reichweite. Wir hatten ja mal einen Online-Shop mit allem Kram, das heißt mit allem Omnia-Kram und das haben wir ja aufgegeben, einfach aus dem Grund, ich habe keinen Bock auf diese Dumping-Schlag-mich-tot-
Kackhaufenpreise. Die machen sich doch bekloppt da draußen. Der Einzige, der daran verdient, ist der Hersteller. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da habe ich mich rausgeklinkt. Weil unser Produkt ist mir wichtig. Das sind unsere Rezeptbücher. Oh, und da mache ich ein Video drüber, weil ich muss da auch mal ein Danke loswerden an alle möglichen Leute. Das kann ich auch hier schon mal. Danke, 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 dass ihr mir so vertraut und dass ihr mich wirklich unterstützt und da auch sagt, boah, Bianca, das hast du cool gemacht. Aber das führe ich nochmal aus, wenn es um die Rezeptbücher geht. Weil anscheinend muss ich ja mal hier die Werbetrommel rühren, damit ihr wisst, was ich da gemacht habe. Damit nicht noch öfter die Frage kommt, womit verdient ihr denn euer Geld? Also ihr wisst es jetzt, ja? Wir verdienen unser Geld mit etwas mit YouTube, mit den Affiliate-Links, mit den Google-Werbungen. Sponsoring haben wir nicht. Und natürlich mit unseren Rezeptbüchern. Biancas Kitchen, das ist der Ort, wo ihr echt, und da lobe ich mich jetzt mal selber, weil ich es immer wieder von euch höre, wo ihr die geilsten Rezepte der Welt für den Omnia-Backofen bekommt. Okay, Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das, ne? Egal, ich muss das jetzt mal aussprechen, was ihr mir schreibt. Und das ist cool. Ja, so, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt abgekaspert, wie wir unser Geld verdienen. Wir sind nicht mittellos, wir gehen nicht betteln. Ich gehe nicht singen, weil damit würde ich kein Geld verdienen. Aber ich werde weiter kochen. Außerdem muss der Frank doch auch sein Bäuchlein pflegen, ne? Ja, so Leute, das war's. Ihr wisst, wie wir Geld verdienen. Ich hoffe, die Info hat euch gereicht. Wenn nicht, ey, Kommentarfunktion. Wollt ihr auch ins Wohnmobil ziehen? Macht euch Gedanken, wie ihr unterwegs Geld verdienen könnt. Braucht ihr Tipps? Ich habe keine. Ich bin da nur so reingerutscht, wirklich. Also wenn ihr mich fragt, wie mache ich das, ich kann euch nur sagen, wenn ihr irgendwie in einer Art selbstständig werden wollt, wichtig ist auf jeden Fall ein Steuerberater, das kann ich euch sagen, der euch berät, der hinter euch steht. Und ansonsten werdet ihr das schon schaffen. Ja, so, das war's, ihr Lieben. Ich sage jetzt einfach sofort Tschüss, sonst fällen mir noch ein paar Sätze ein. Bye, bye, ihr Lieben.